Am heutigen Sonntag nach Erscheinung des Herrn am 6. Januar feiert die Kirche das Fest der Taufe des Herrn. Dieses Geschehen wird am Ende des heutigen Evangeliums als eigene Epiphanie ausgewiesen. Erst öffnet sich der Himmel, dann offenbart die Stimme des Vaters Jesus als seinen geliebten Sohn, während der Heilige Geist auf ihn herabsteigt, um ihn vom Himmel her zum Messias zu salben. Auf diese Weise bestätigt in der Taufe durch Johannes der dreieinige Gott die Erfüllung seines Bundes. Johannes schreckte ursprünglich davor zurück, Jesus zu taufen. Erst musste Jesus klarstellen, dass nur so die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllt werden kann. Diese Erfüllung ereignet sich, indem das erwählte Volk die von Gott in seinem Bund dem Volk angebotene Gerechtigkeit in vollkommener Weise zurückgibt. Israels Mitwirkung war also gefordert. Und sie verdichtet sich hier in der Taufhandlung durch Johannes, während Jesus, ganz Gott und ganz Jude, den Bund selbst darstellt. Jesus ist die Epiphanie des vollendeten Bundes, mit Israel, aber darüber hinaus auch mit der gesamten Menschheit. Darauf deuten die Worte aus Jesajas Mund in der ersten Lesung. Ich, der Herr, habe dich dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Den Völkern, so heißt es noch einmal, wird der Erwählte das Recht bringen. Er wird nicht müde werden, bis Gottes Bundesgerechtigkeit für die ganze Weltgeschichte durchgesetzt ist. Und genau deshalb findet Gott an ihm Gefallen. Diese universale Sendung Jesu Christi wird in der zweiten Lesung noch einmal bestätigt. Petrus in der Apostelgeschichte hat soeben den heidnischen Hauptmann Cornelius getauft und begreift endlich, dass Gott in jedem Volke der willkommen ist, der tut, was recht ist. Die Salbung Jesu mit dem Heiligen Geist am Jordan war der Auftakt nicht nur seines Wirkens in Israel, sondern für die Menschheit im Ganzen. Jesus Christus ist wahrhaftig der Herr aller, denn Gott war mit ihm.